zerstört alles. Schau mal, was in der Luft umeinander fliegt. Da vorhin ist ein Kloster oder irgendetwas. Schau mal das an. Scheiße. Kaputt in dem Hotel. Das Dach ist alles kaputt, das Fenster ist kaputt, im Haus innen selber ist alles kaputt. Ich habe bis jetzt keinen Baum gesehen, der stehen geblieben ist. Und alle Bäume, die ich gesehen habe, sind jetzt abgerissen. Ich komme nicht mal zum Hotel raus. Weil es Bäume reingelegt hat, auf der Straße, sicher etwa 3-4. Wenn ich jetzt schaue, das war vor etwa einer halben Stunde. Jetzt ist es viel verreckter geworden. Ja gut, was soll ich sagen? Eigentlich hätte ich heute Morgen losfahren zum Goldigen Felsen. Ich wäre erst morgen wieder zurückgekommen und dann nach Mandalay geflogen.
Mir hat aber ein Einheimischer, ich glaube es gestern oder heute Morgen noch gesagt, dass es die nächsten 5 Tage kein Flug gab, dass alles gecancelt ist. Also werde ich wohl höchstwahrscheinlich in diesem Hotel sitzen bleiben. Und wenn man die ganzen Fixings mir anschaut. Wenn man die ganzen Bilder hinter mir anschaut, dann... Jetzt der Menschen hier in diesem Land, respektive in dieser Stadt, wahrscheinlich etwas genauso gehen wie mir jetzt. Und das ist dann ihre Heimat. Ich komme irgendwann wieder heim. Und sie müssen hier aufräumen. Mit nichts. Sie haben schon nichts und jetzt müssen sie nichts aufräumen. Wir wollen die ganzen Bäume wegsagen. Die haben gar keine Motorsäge, von Hand. Fenster mit dem Laubsäger, ich weiss es noch nicht. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Hilfe, weil die schaffen das sonst nicht allein, nicht zu der Frist. Was ist mit dem Zessen, was ist mit dem Trinken? Hat es da sauberes Wasser überhaupt? Dann kommen sie mit Strom rüber. Ich habe im Hotel Strom, ich habe am Duschen vorher. Das ist doch herrlich. Aber die Menschen hinter mir, die wir gesehen haben, hier unten anlaufen, auf der Straße unten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll im Moment. Ich gehe jetzt auch mal raus. Ich muss ein bisschen raus. Ich muss zu dem Loch rausgehen. Ich muss mich einfach bewegen. Ich muss nicht schlafen. Und müde bin ich eigentlich nicht, aber ich bin irgendwie komisch drauf. Und ich muss ein bisschen an die frische Luft. Respektive mich zum Hotel raus bewegen. Anrufen kann ich auch niemanden. Das Telefon ist ständig gesetzt. Die Leitungen raus. Ich wünsche die Nini nicht. In die Schweiz geht es auch nicht. Ich habe zum guten Glück gestern dem Sender noch ein SMS geschickt, dass wenn wir in Europa oder im Rest der Welt was durchkommt, was da passiert ist, also weiss, dass ich da in Sicherheit bin in dem Hotel. So haben wir die Ferien nicht vorgestellt. Es wäre völlig anders rausgekommen, weil 5 Tage ist die Hälfte meiner Ferien. 5 Tage kein Flüger rein. Es sind alle Hotels gebucht, alle Trips sind gebucht. Ich habe noch 500 Stutz da. Ich weiss nicht, ob ich so lange aushalte da. Oder, ich weiss nicht, ich bleibe jetzt da einfach mal. Bis ich mal Kontakt zur Außenwelt habe und dann mal ein Reisebüro telefonieren und da mal Infos holen vor Ort. Aber die Infos muss man auch noch holen, wenn die Telefonleitungen funktionieren. Aber der Sturm ist Richtung Mandalay hochgegangen. Und der ist so langsam hoch. Das hat jetzt 8 Stunden. Jetzt noch, Abend um 4 hat es angefangen. 9 Tag um 4 hat es angefangen. Das ist morgen 12. Plus 6, 18 Stunden. Von gestern so Regen bis heute so Regen. 18 Stunden. Wenn man so langsam mit dieser Kraft weitergeht, dann geht er ins Landesinnere und dann werde ich wohl kaum auf der nicht befestigten Straße mit einem Zug oder mit einem Auto oder mit sonst irgendetwas können an die Orte anfahren. Respektive die Orte, die werden wahrscheinlich auch dann komplett kaputt sein. So wie das, was ihr da unten seht. Ja, that's it. Leider.